John Collins ist halt schon einfach eine Persönlichkeit für sich. Das war eine ganz große Ehre, mit dir zu drehen. Hat Spaß gemacht. Wie war das Drehen mit der großen Diva? Es ist schon ein paar Jahre her, aber es war ein tolles Erlebnis. Wir sind damals, haben wir auf dem Schloss gedreht, das weiß ich noch. Wir hatten also eine riesige Oldtimer-Sammlung da stehen von 20, 30 Autos. Und naja, Joan Collins ist halt schon einfach eine Persönlichkeit für sich. Ne? Also wenn die so ans Set kommt, dann merkt man schon, dass da eine andere Atmosphäre auch direkt mit reinkommt. Ja. Du hast die auch mit Joan Collins, die war da mal bei euch am Set ein, zwei Tage gedreht. Ja, richtig. Wie war der Dreh mit ihr? Das war natürlich großartig. Also Joan Collins ist eine unfassbar attraktive und charismatische Frau. Die war total easy zu handeln. Die war bei uns dabei. Die hat sich nicht irgendwie abgesondert. Und es war eine ganz große Ehre, mit ihr zu drehen. Hat Spaß gemacht. Ich habe eine große Ehre. Joan Collins ist mein Lieblingsbiest. Das habe ich getroffen. Mein Zweitlieblingsbiest habe ich auch getroffen. Ich bin heute glücklich. Mir geht's gut. Super. Florian Wünsche sehen wir beim Partyprinz. Wenn ich als Miriam bei irgendwas aufgeregt bin, dann denk dir einfach, du bist Tanja, dann kriegst du das hin. Vor allem die Momente, wo es wirklich weit über die Grenzen des Natürlichen so hinausging, das waren eigentlich immer die tollsten Momente. Jetzt ist Ende. Ihr könnt ausschalten. Geht.